Wir haben jetzt 5 Vertreter aus Ländern, in denen entweder gerade gewählt wurde oder demnächst gewählt wird, was, glaube ich, ziemlich entscheidend ist für das, was wir hier diskutieren. Also ich glaube, die Dringlichkeit von bestimmten Themen, die ergibt sich nicht zufällig, sondern oft, weil Wahlen anstehen oder Wahlen schon gelaufen sind und Dinge verändert haben, die wir ungern verändert sehen wollten oder sehr gerne verändert sehen wollten, je nachdem, wo man hier so steht. Wir sprechen über Polen, Frankreich, Deutschland und über Indien und die USA. Ich denke, für jeden Politikwissenschaftler zumindest ist das natürlich eine Wahnsinnsauswahl an Ländern, über die man sich sehr freut, wenn man über diese Themen, die wir hier haben, diskutieren möchte. Ich denke allerdings auch, dass wir hier nicht über Fälle reden, sondern dass wir 5 exzellente Vertreter aus diesen Ländern da haben, die die Qualität des Panels ausmachen, also nicht einfach nur die Fallauswahl, wie wir das gerne in den Wissenschaften nennen. Und ich denke auch, das Panel lebt also von den Ideen und dem Profil unserer Sprecherinnen. Ganz kurz zum Vorgehen. In der ersten Runde begrüßen wir Carolina Vigura, Ariel Kolomonos und noch einmal Albrecht Koschorke sozusagen als die Europäer und erweitern dann die Runde in Richtung Westen und Osten, in Richtung USA und Indien. Das heißt also, wir haben 2 Teile dieses Panels, die durch eine winzige Pause getrennt sein werden. Und Ziel ist es, dass wir eine Diskussion auf all diesen Plätzen auch untereinander zwischen den Panelisten haben und natürlich eine Diskussion, an der Sie alle gerne teilhaben sollen. Davon lebt es ja und ich glaube, die Sorgen müssen wir uns nicht machen, dass es nicht genug Fragen oder Inputs gibt. Das scheint ja schon so ein bisschen hier auch sich abzuzeichnen, dass Interesse groß ist, auch sich zu beteiligen. Interessanterweise habe ich so ein bisschen Parallelen festgestellt zwischen den Sprechern, nicht nur auf diesen Panels, sondern auch anderen. Also wir haben einige Gäste dabei, die zur Zukunft forschen. Ich glaube, das ist kein Zufall, dass es Leute gibt, die sich an bestimmten Centers mit Zukunftsfragen beschäftigen. Auch Frau Horn, die erst ja auf dem nächsten Panel auftaucht und Ariel Kolomonos. Und wir hatten letzte Woche eine Tagung, wo es um Zukunft ging, wo ganz stark auch über Narrative gesprochen wurde. Also da gibt es durchaus Überschneidungen offensichtlich. Dann kam das Thema auf dem letzten Panel ja zur Sprache, Schuld, Sühne, Entschuldigung. Auch das ist ein Thema, das bei Carolina eine Rolle spielt. Also ich denke, da gibt es schon so Parallelen, die wir möglicherweise nicht beleuchten können, aber die vielleicht auch nicht zufällig sind und die man vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf behalten könnte. Ich würde jetzt gerne die erste Runde der Panelisten ganz kurz vorstellen. Sie haben ja das gleiche Programm wie ich und können es auch nachlesen. Und ich kenne die Person leider auch nicht viel länger als Sie, deswegen habe ich auch auf diese Parallelen hingedeutet. Ansonsten könnte ich natürlich auch nur das vorlesen, was Sie haben. Ich denke aber natürlich schon, dass ich 3 Sätze jeweils so sagen will. Ariel Kolomonos kommt aus Frankreich, ist also nicht so lange hergereist. Ich denke, er hat so das dringlichste Thema im Gepäck, weil die Wahlen ja kurz bevorstehen und alle von uns, glaube ich, auch sehr da hingucken, wie es in Frankreich läuft. Ariel hat auch zur Zukunft geforscht, deswegen habe ich das eben erwähnt und hat ein Buch geschrieben über Selling the Future, The Perils of Predicting Global Politics und ist ansonsten sowohl am Centre de Recherche Internationale und in seiner Lehre auch an den Sciences Po in Paris mit Themen vor allen Dingen globaler Ethik befasst. Wir haben da gestern schon kurz drüber diskutiert. Vielleicht Ariel, would you like to join us on the panel? Dann haben wir Carolina Vigura, die eben erst aus Warschau angekommen ist mit dem Zug. Es war wohl nicht so eine schlimme Anreise, von daher ist sie wach genug, um auf dem Panel gut teilzunehmen. Sie ist Soziologin, arbeitet in Warschau zum einen an der Uni, was natürlich so der Hauptbroterwerb auch ist, ist aber auch, jetzt muss ich nochmal gucken, wie das Center heißt, ich will es nicht falsch aussprechen, aber wahrscheinlich passiert es, weil ich glaube, man spricht LWU aus, kann es sein, im Polnischen? Oder ich spreche sie jetzt so aus, wie es hier steht. Sie ist Mitherausgeberin von der Cultura Liberalna, was auch gleich eine Rolle spielen wird, weil, glaube ich, auch von diesem Organ ein gewisser Einfluss auf den polnischen Diskurs ausgeht und wir gleich auch noch mehr hören werden, in welcher Weise das passiert. Herzlich willkommen, Carolina, auf dem Panel. Und schon etwas vertrauter, was ist der denn, ist Albrecht Koschorke, da, sich versteckt. Wer noch nicht gestern hier war, hat leider seinen fantastischen Vortrag verpasst. Wahrscheinlich selbst schuld, vielleicht aber auch verhindert. Das will ich jetzt niemandem irgendwie vorwerfen, wenn man nicht hier sein konnte. Er ist Literaturwissenschaftler, befasst sich mit Narrativen in einer Weise, dass er bei uns schon sprichwörtlich ist. Für die Narrative am Center kennt jeder bei uns seinen Namen.
und lehrt in Konstanz, war auch in den USA öfter, kann also auch dazu was sagen und hat mehrere sehr interessante Bücher geschrieben. Das letzte war, glaube ich, Hitlers Mein Kampf zur Poetik des Nationalsozialismus. Und reingelesen haben wir zusammen in Hegel und wir, was ich wirklich sehr spannend fand und auch für meine eigene Arbeit schon verwenden konnte. Und willkommen noch einmal auf dem Podium. Und in dieser Runde starten wir zunächst. Ariel, ich glaube. Well, let me start by thank you very much for this invitation. I mean, thank the different institutions and notably the Goethe Institute for having me here and the different persons, Mechthild and the other who invited me to participate to this. To this conference. So when I was asked to participate to this talk and to this conference, it made me think about a phenomenon that I see ongoing in France for already some time, and that possibly might also concern other countries than France. It's very striking in France today because, as you know, of the coming elections, and France is on the spotlight, so they say, okay, let's bring the French. I don't have necessarily a French name, but anyway, I live there and I work in France. And what I want to talk about today is what I called illiberal opportunism. We tend to think about this question of populism and liberalism in binary terms. That is, there is an opposition between the liberals and the populists. And in the case of France, I mean, it's mostly extreme right populism, although, I mean, there is also to some extent a form of extreme left populism, but let's leave that aside. So we tend to think about this opposition, but I want to introduce a third player, a third term, which I call the illiberal opportunist. That is, within the liberal realm, you have people that sometimes, for opportunistic reasons, convert themselves to illiberalism and therefore echo, to some extent, the ideas, the proposals that are made by the populist and by the extreme right. And this has been very striking in France. This is, to me, preoccupying, and this might eventually reflect the situation of other countries where you have this move and this sort of triangle between the liberal, the populist, and the new opportunistic illiberal. So I want briefly, because I know that we want to have a debate, a discussion, I'll try to be as brief as possible. I want to briefly give you some examples about this dynamic, this phenomenon. What is it? What does it mean politically? Why does it happen? What are the implications? And then eventually, I mean, is it a problem? And I guess it is a problem. So what do we do with this problem? And in the conclusion, I want to address some issues that to some extent were also raised in the previous panel. So, what are those new political entrepreneurs that sometimes, even momentarily, but still, they launch the ideas? In the current context, they set a debate in illiberal terms and they speak in illiberal terms about issues of politics. As you know, and again, this is a parallel that we can make with other countries, Western countries, liberal countries, there has been an important debate in France about what is being called the law of exception. That is, confronted to serious threats, a liberal democracy has to set new laws that enable new form of security measures. This implies a lot of different initiatives. I mean, I won't
make an extensive list. But first of all, let's start with the discourse. The discourse in France over the last 2 years, but again, this goes back to a longer time period, has been particularly war-prone. Just to remind you, what the message of a liberal president, a socialist president, was to say in the aftermath of the Charlie attacks, and mostly after the Hyper Cacher restaurant and the Hyper Cacher and the Bataclan, well, his expression was, "France is at war. We are at war." The Prime Minister, Manuel Valls, another socialist, said, well, there's a war between civilizations. It's an attack of barbarity, it's an attack against civilization. Some measures were taken. This is now being in the press, it's documented. France has been involved in a policy of targeted killings. Targeted killings meaning basically killing people abroad in order to prevent attacks in France. This is very similar. Okay, I don't have the time to make the comparison, but it is similar to what other countries do, and notably the United States. But the means that the United States have are much more important, so it's another scale. But the idea is pretty simple. And France has been criticizing the United States for that, as the United States has been criticizing Israel for that. So liberal democracies, there are differences between these democracies, there's sort of a domino effect. Eventually, maybe you will get there. I don't know. The UK is doing that. Canada is doing that. What political leaders that embrace those ideas, what they have in mind is that they have a rear view of vision. They look to the past, and what they say, well, look, I mean, people want security. There is a priori a strong demand for security, and therefore we have to be strong. And what you have to do, you have emphatically to flex the muscles. Therefore, you produce this kind of discourse. What does that mean? That means that you, to some extent, even momentarily, in order to be credible in the public arena, you embrace some of the ideas that are produced by the extreme right populists. Migration is a threat. We have to have new security measures in order to stop barbarians from attacking civilizations. Therefore, you have to make compromise with liberal values. I don't want to be sort of, you know, the Marxist that you bring in and that will produce, you know, the same kind of discourse that you know. However, if you don't, if you just do that is, dismantle a system of rights basically is in opposition with these kind of measures, well, you better have an alternative. That is, you better have a political vision and an alternative system of rights that will be the kind of venue that you want to build and that you're engaging in. And the problem is that we don't have that. The liberal societies that make these kind of changes do not have this alternative vision. They do that for opportunistic reasons. They say, we have to make compromise with our values. But you know, it's also efficient. And I don't have the time to make the list of these different measures, but in great many instances, it is not efficient. I don't see how there was a debate about stripping a person from French nationality if he or she carries another passport, if he or she is involved in terrorist activities. To what extent this kind of measure be efficient as a deterrent? If you want to plan a terrorist attack, does it make any difference if they're going to strip you from your French nationality, from French nationality? This is absurd. Another thing that made France very laughable abroad was the Burkini affair. So the Burkini issue, you know, it's about
some Muslim women that want to be covered from head to toe when they go swimming at the beach. There were some mayors who said, well, this is a threat to our republic, this encourages fanatism, and therefore, they basically, they were also, again, outstripping those women from their dress, these dresses, and they would say, okay, you don't have the right to be covered because it's against the republic. In the context of terrorism, this will favor terror. I don't see to what extent this can be efficient. And it is a violation of some rights, of liberal rights. I mean, you have to be. I don't care. I mean, it's not that I like burkini. I just think, I mean, you can dress the way you like when you go to the beach. Individual rights here are really. It is problematic from the perspective of individuals' rights. What are the implications again of this whole scheme? This produces a public space of fear. And this is exactly in the face of possible attacks against civilians, this is exactly what you want to prevent, spreading fear. And I think that here politicians and illiberal opportunistic politicians, as well as populists, have a responsibility, but also have a responsibility, the media, that it encourages this kind of fear to spread. I remember in the aftermath of the Bataclan attack, in the media, pictures, the cover of magazines, La France en guerre, and you see someone carrying a baby with blood. It's exactly the kind of thing that you don't want to show. That's exactly the purpose of those who put those bombs to spread fear. And also, France is not at war. Politically, this is not a war. This is fighting terrorism. Terrorism is a crime. We don't have to make the same mistake that the United States did with the global war on terror. And I think that there was something quite wise on part of Obama. I don't think that he brought the solution to all the problems of the world, but at least when he says ISIS is not an existential threat, this is exactly the kind of message that you want to send. You don't want to scare people. And the media has a responsibility. Those attacks, they basically favor two categories of professionals, politicians that when their popularity rate go up, even Hollande had his moment of fame, basically after the attacks, and the media. It gave, you sell newspaper with this kind of news. And I think we ought to restrain ourselves. That would be a good liberal response to restrain ourselves. And of course, the people don't buy it because they buy the original version. Why go with a copy of illiberalism? You better vote to the National Front. The National Front is exactly what they say. They say, well, look, we told you this for a long time. We are the real tough guys. You're just copying us. So you better, vote for us. And that's exactly what a lot of people think. So what is, to me, one of the core problems? And you have this sort of mediocre triangle: liberal, populist, and opportunistic liberal. And this is quite stable, because of the election issue and because of the fact that liberals fear losing election if they don't flex the muscles and if they don't say, well, we have to make these compromises. I think there's a problem here that relates to some of the debates that we have had so far. And it is something that is important. It's very good that you organize this conference. The problem with liberals, illiberals, and different forms of illiberalism, the problem that I see is basically, and it's a bit sad to say this, it's a problem of high culture. And when the candidate Hillary Clinton made this remark about those who vote for Trump, and saying, well, racist, homophobic, anti-Semitic, anti-Semite, you name them, these are the people who vote for Trump.
I think that was a particularly stupid thing to say. There was this opposition between high culture and low culture. And I think one of the reasons why you have this emergence of populism, and therefore of those that convert to populism, is maybe because, I didn't necessarily agree with what Chandra told us. I don't know where he is, but this morning. I'm not into this kind of framework, but I like the provocative stance and also the critique of liberalism that he made. And also when he said, "I'm not a professor," I think that here professors have a problem. And we have a problem because the liberal ideas, not only all over the world, and that's my difference actually with Chandra, is not only because those liberal ideas are a problem all over the world. It's obvious that people basically don't necessarily want to embrace them, but also we have a problem within liberal democracies. As we have those people, those that Hillary Clinton called them racist and so on, as if one half of voters in America were all racist, we have a problem because they don't buy those ideas anymore. And this is something that we should address. There have been many debates about the crisis of liberal culture, the crisis of university. In the United States, you have the conservative version, Alan Bloom, you have Martha Nussbaum, you have many other people who have written about that. But why have liberal producers of knowledge lost the battle for ideas? This is something that we need to go outside the ivory towers. We produce knowledge that also, is not only within our universities, then the media diffuse it. And why do people in the street, like Chandra said, and in every kind of street, are they not convinced by that? Why don't they take them seriously? And in order to break this triangle, liberals, populists, and illiberal opportunistic, we have the responsibility in the future to produce more original ideas. Liberal ideas are banal. We don't have more time. We don't have much time. So I basically want to throw it out there because I think that's one big part of the problem. Thank you. Thank you very much. Herr Kaschorke, wollen Sie sitzen bleiben? Sie sind ja wunderbar. Ja. Ich bin ja hier sozusagen nur als Stellvertreter. Armin Nassee ist krank und ich improvisiere deshalb mit einigen allgemeinen Bemerkungen, die dann konkreter auf die deutsche Situation gemünzt sind. Welche Faktoren spielen eine Rolle bei der Konjunktur illiberaler Erzählungen? Das eine, was man feststellen muss, ist, dass sie nicht neu sind. Sie schöpfen aus einem alten kulturellen Fundus, bedienen zum Beispiel antimodernistische Topoi, sehr stark verbunden mit antiurbanen Reflexen und gehen teilweise in der Literaturgeschichte zurück auf eine Tradition des pastoralen und Schreibens und der Idylle. Wenn Sie sich die Promotion von bestimmten, also Websites zum Beispiel der Schweizer Volkspartei ansehen oder bestimmte Referenzen wie La France Profonde oder Heartland America, das hat eine ganz alte Geschichte, die man eigentlich bis Vergil zurückführen kann, wenn man so möchte. Reserve gegenüber dem städtischen Leben und dem gegenüber die Ländlichkeit.
Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass diese kulturelle Reserve, aus der dann geschöpft werden kann, zu einem großen Anteil popkulturell geformt ist. Und das kam heute Vormittag schon zur Sprache und deshalb unter Umständen teilweise unter dem Radar von akademischen Analysen segelt, weil da ist es sozusagen alles da. Das Beispiel wäre, ein prominentes Beispiel ist der Popular Hero im Film. Der Westernheld, der sich so seinen Weg durch die Welt schießt und dabei zwar eine Idee von Rechtschaffenheit verfolgt, aber nicht unbedingt das mit legalen Mitteln tut. Und es gibt gute Analysen darüber, dass wir heute einen solchen Popular Hero, einen solchen Westernhelden im Weißen Haus haben. Das heißt, das ist im Prinzip sozusagen ein Triumph des Entertainments und der Popkultur sozusagen der professionellen Politik. Ein dritter Aspekt ist, dass illiberale Erzählungen das tun, was auch in Großraum-Machttheorien immer wieder beschrieben wird. Sie besetzen freigelassene Räume. Da, wo Räume freigelassen werden, entstehen Lücken, da fallen Wähler sozusagen aus den Erzählungen heraus, wenn man so möchte, und können dann wieder eingesammelt werden von anderen Formen der Erzählung. Das trifft sehr deutlich auf den Fall Frankreich zu. Didier Eribon hat das sehr genau beschrieben in Retour à Reims. Aber man kann das auch im Hinblick auf die deutsche Sozialdemokratie markieren. Die sozialdemokratische Bindung von großen Teilen der aufstrebenden Arbeiterschaft, besonders der Facharbeiterschaft, hat nachgelassen. Die Sozialdemokratie hat sich dann mit der Agenda 2010 einem, wenn man so will, neoliberalen Konzept verschrieben und hat dann diese Leute aus heimatlos gemacht, narrativ, politisch heimatlos gemacht, und das macht sie empfänglich jetzt für neue Angebote, die dann von rechter Seite kommen. Ähnliches würde gelten für das liberale Skript und mit die Idee einer säkularen Moderne, in der dann auch bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht mehr zu Hause sind. Ein weiterer Aspekt ist, dass sich solche illiberalen Erzählungen subversiv an eine diskursive, also eine hegemoniale Diskurslage anpassen können. Sehr hervorstechend war ja bei diesen neoliberalen politischen Rezepten, dass sie immer mit dem Argument der Alternativlosigkeit daherkamen. Das geht auf Maggie Thatcher zurück, aber hat ja dann auch Schröder und noch Angela Merkels Rhetorik beherrscht. Und wenn das lang genug gesagt wird, es gibt innerhalb des politischen Spektrums, innerhalb der politischen Rationalität, die institutionell verankert ist, keinen Ort dafür, dann muss man den Ort eben anderswo suchen. Man muss ihn außerhalb oder am Rand dieser Rationalität suchen. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe dafür, weshalb dann solche Bewegungen auftauchen, die durchaus so hin und her schwanken zwischen Impulsen in das Parteiensystem hinein und gleichzeitig aber auch ein bisschen mehr anderen an den Grenzen sozusagen des Rationalen und an den Grenzen des Zumutbaren, was ihnen dann auch diesen skandalösen Charakter gibt. Beispiel Pegida, Beispiel auch Teile der AfD. Und was jetzt aber besonders hervorstechend ist und wofür der deutsche Fall geradezu ein Testcase ist die Ausnutzung von Schwachstellen im dominanten politischen Narrativ. Die Auslassungen. Eine Auslassung zum Beispiel ist diejenige, wir sagen, wir wollen eine Willkommenskultur für Migranten, aber letztlich wissen wir nicht ganz genau, was wir machen, wenn das nicht aufhört. Da gibt es sozusagen eine bedeutungsvolle Auslassung im politischen Konsens, und in dieser Auslassung können sich andere inserieren und sagen, so, wir sagen jetzt, was dann passiert, wenn das nicht aufhört. Dann müssen wir die Grenzen zumachen und dann müssen wir in dieser Auslassung eben möglicherweise Gewalt eintragen oder wir müssen dann notfalls eben auch schießen an der Grenze, wie Frauke Petri dann gemeint hat. Das heißt, hier gibt es sozusagen Räume, Zonen der Unbestimmtheit, die dann gefüllt werden können, imaginativ und durchaus dann so etwas wie auch Stärkefantasien hervorrufen können. Und das Ganze läuft eigentlich über einen
Basismechanismus, einen politischen Basismechanismus, der nur nicht nur die illiberalen politischen Strebungen bedient, sondern der eigentlich so zum politischen Handwerkszeug gehört. Und das ist der Basismechanismus der Externalisierung. Externalisiert werden zwei Dinge. Das eine, Komplexität. Die Sachen werden immer schwieriger. Das ist ja so auch eine Alltagswahrnehmung. Und diese Schwierigkeit, das Prozedieren dieser Komplexitäten wird eigentlich auf die nächsthöhere Ebene verschoben und wird dann da aber denjenigen angelastet, die damit zu tun haben. Das ist auf der nationalen Ebene der Fall, aber verstärkt eben dient ja Brüssel sozusagen als das schwarze Loch, in das man das hinein externalisiert. Und das tun jetzt nun auch gerne politische Akteure auf regionaler und nationaler Ebene, indem sie auf diese Weise das Blame Game sozusagen spielen und das weiterreichen. Und dann haben wir zum Schluss da eine finstere Bürokratie, die natürlich auch nach bestimmten popkulturellen TV-Serienvorstellungen ausgemalt werden kann, in der alle möglichen verdeckten Operationen stattfinden, als Effekt von bestimmten Formen der Externalisierung von Komplexitäten, mit denen man sonst auch gar nicht umgehen könnte politisch. Das heißt, das ist jetzt eine probate Strategie innerhalb des etablierten Parteienspektrums, aber ein besonders nützlich für neue populistische Strömungen. Der zweite Aspekt von Externalisierung, das ist auch schon mein Schluss, ist die Externalisierung von Ambivalenz. Es ist ja auffällig, dass Bevölkerungen im Westen in vielen Hinsichten massiv ambivalent sind. Ambivalent bis zu dem Punkt, an dem sie mit arithmetischer Präzision sozusagen 50-50-Situationen erzeugen, ganz knappe Ergebnisse, dafür oder dagegen. Oder jedenfalls so innerhalb einer bestimmten Schwankungsbreite. Zum Beispiel durchaus hat man das Gefühl, das reguliert sich kollektiv immer ungefähr um diese Mitte der Ambivalenz. Also nehmen wir noch einmal mehr das Thema Migration. Der eine Reflex, Migranten aufnehmen zu wollen, der andere Reflex, das kann nicht unendlich so weitergehen. Und was passiert jetzt mit dieser Ambivalenz? Diese Ambivalenz wird gerne ausgelagert, sie wird auf die politischen Entscheidungsträger ausgelagert und wird ihnen dann als Unredlichkeit angekreidet. Und auf diese Weise kann man also in den Abstand zu den politischen Entscheidungsträgern die eigene Ambivalenz ausverlagern. Ich glaube, das ist ein Teil dieses Vertrauensentzugs gegenüber politischen Akteuren, dass ambivalente Bevölkerungen die Ambivalenz an sich selber sozusagen nicht spüren wollen, sondern sie dann als Charakterdefizit oder als Effizienzdefizit der herrschenden Politik zuschreiben. Im deutschen Fall und im europäischen Fall führt das zu einer großen, um das Stichwort von heute Vormittag aufzunehmen, liberalen Lüge. Denn was wir gerade praktizieren, ist eine gemischte Lösung, die einerseits uns das Gefühl gibt, wir sind aufnahmebereit, wir haben viele Migranten ins Land gelassen, wir wollen sie integrieren, wir sind ein liberales Staatsgebilde. Und andererseits ist diejenige, in der sich das verkörpert, Angela Merkel, unterwegs in Nordafrika, und beschäftigt mit dem, was die Experten Vorfeldsicherung nennen, also mit dem Versuch, auch genau wieder das Migrationsproblem zu externalisieren, und zwar, wie das politische Lösungen dann gerne tun, hinter die Grenze dessen, was zum Schluss, was noch im Sichtkegel der Öffentlichkeit liegt, was dann in den Lagern, die eingerichtet werden, womöglich in Libyen oder an der türkisch-syrischen Grenze, was dann da passiert, das ist dann ein wenig außerhalb unserer Verantwortung, auch außerhalb unseres Sichtfeldes. Das heißt, wir können uns das auf diese Weise vom Leib halten, genauso sehr, wie wir uns vom Leib halten, was auf griechischen Inseln passiert oder in Griechenland überhaupt. Da gibt es also sozusagen Formen des politischen Managements, die uns die weiterhin die Illusion erlauben,
einem liberalen Gemeinwesen anzugehören und gleichzeitig uns aber davor bewahren, noch mehr Migranten aufnehmen zu müssen und das dann möglicherweise, was dann möglicherweise politisch unverträglich wäre. Übrigens eine Lösung, die ganz viele Länder, wohlhabende Länder auch sonst praktizieren, Australien wäre zu nennen, sogar Kanada macht das ganz gerne. Also es ist eigentlich eine Lösung, die liberale Staatswesen insgesamt sich zu eigen gemacht haben. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Und Carolina Vigura schließt unmittelbar daran an. Es ist wunderbar, wenn ein Plan funktioniert. Thank you very much. Good afternoon and thank you very much for inviting me here. My presentation will be to a certain extent a discussion with a very interesting presentation of Ariel Kolonomos about liberals, illiberals, and illiberal opportunists, which I would summarize as the good, the bad, and the even worse. So let's start with the first image and the first quotation. This quotation is perhaps the most frequently used quotation when one wants to refer to the ruling parties in Poland language towards the refugees. Jarosław Kaczyński, the leader of the Law and Justice Party, said in early autumn 2015, just before the elections, that migrants coming to Europe carry, quote, all sorts of parasites and protozoa, which, whilst not dangerous in the organs of these people, could be dangerous here in Poland, here in Europe, end quote. So this particular sentence has, and the whole rhetoric connected with it, were particularly influential towards the Poles' attitudes toward the refugees in the 2015 and 16, and also it had, of course, its influence on the voting result. When talking about illiberal narratives, though, it is very striking to me that the term itself is quite unclear. It's very vague for many, many reasons, because there are other competing notions, like, for example, we have illiberal, populist, neo-authoritarian, etc., etc. Also, this very norm, this very notion, illiberal, is used often in descriptive and often in normative sense. So sometimes we mean that and sometimes that. And it's also a polemic tool in political debates. So I will start with a definition. I took the definition from Professor Wolfgang Merkel, who defines illiberal democracy with three features. He basically says that illiberal democrats criticize liberalism. Secondly, they criticize the most important constitutive institutions of liberal state, and thirdly, they want a renationalization of our minds, of our states, of our societies. So these would be the three features, and let's see how this definition works, actually. The data I will be providing during this presentation is taken from a report that was prepared by Kultura Liberalna's Observatory of Public Debate for the Polish Ombudsman in January 2017. The title was "A Negative Image of Muslims in Polish Press," and we have been monitoring several Polish dailies and weeklies from the right to the left. So you have Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Newsweek, Polityka, W Sieci, Do Rzeczy, Fakt, and four internet portals: Natemat.pl, Fronda.pl, Niezależna.pl, and Krytyka Polityczna.pl. So you have a variety of media, and we were trying to see what image of refugees we had in the years 2015 and 2016, because we thought it's a very good case study for describing illiberal narratives. First,
let me tell you what our most important results were. Firstly, we thought we met basically two tribes or two camps that were using two separate packets of thinking. By packet thinking, we meant that, as one of Polish philosophers, Tadeusz Ciecierski, writes, packet thinking means that one thinks of public ideas, concrete views, persons, institutions in a collective way, assuming incorrectly that there is any objective and substantive basis for binding things, which in reality do not have a lot in common. And as I said, we observed a deepening polarization between, let's call them now, it's a very generalized two notions, but let's call them now, right conservative and left liberal camp. So what did we find out? Well, firstly, in the media we have examined several expressions that are not synonymous, were often used interchangeably. So, for example, Muslims, Arabs, migrants, refugees, without giving any context. But these, this is not so bad, actually. Worse was what we also found out, that those four notions were often used in convergence with other words, like terrorism, terrorist, Islamist, fundamentalist, etc., etc., and also with metaphors like wave, flood, tsunami, invasion, Islamization, etc., etc., etc. Now, let's admit the negative packet of thinking about Muslims, as we call it, dominated on the right conservative side of the media. We were sure about it, but we also observed that some elements also seem to be penetrating the left liberal side, particularly the metaphors. So flood, wave, and even tsunami, these were notions that were used also by journalists that wanted to show themselves as open, welcoming, and liberal. Now, just to show you some pictures, what it can look like, these are pictures coming only from the right conservative side of the Polish media arena. Do rzeczy, the biggest picture, you have as a the title of the whole issue was To najeźdźcy, nie uchodźcy, which means these are invaders, not refugees, and then you have a small line saying close the borders of Poland so that they don't come. The smaller here, I don't know how much recognizable this is. The lady's face is the former prime minister of Poland, of she Ewa Kopacz, is now in opposition. She is from the civil platform, and she has been, of course, depicted as a fundamentalist terrorist. The lining says, "Hell will be organized by Ewa Kopacz on demand of Berlin." The third is from the Daily Rzeczpospolita. As you see, there is a Trojan horse, and the sentence is, "It's just refugees with a present for us." So these are the refugees coming, and the people in the city say naively, "Oh, this is just a group of refugees with a present." So let's admit also that we didn't find a distinct positive packet of thinking about Muslims. It was very blurred. The image of the Muslims on the left liberal side was actually blurred. They were most commonly presented in the context of the refugee crisis, which somehow presented them as a burden in itself, even though some titles tended to be very liberal and objective. But what was also interesting is that we found two packets opposing each other on two sides. One, on the right conservative side, was a packet of liberal pro-European elites that were depicted as blinded by multiculturalism and heading towards a collective suicide.
Whereas the left liberal journalists often depicted the right conservative opponents as blinded by resentment, lack of knowledge about the West, lack of knowledge about the European integration, etc. But what was particularly moving for us was that certain insults were also used. Like, for example, one of the journalists claimed that one of the Polish ministers is talking absurd and he is pouring brown sauce on everything, brown meaning Nazi. Another journalist compared people who were against welcoming the refugees or skeptical towards the idea of welcoming them to Nazis, using actually a very insultive word, Najol. This is even worse than Nazi. So what does it tell us, actually? Let's come back to the definition I have provided at the very beginning, that the illiberal narrative might have something in common with critic of liberalism, critic of constitutive elements of a liberal state, and renationalization of the state, minds, and economy. According to our best knowledge, which we have gained from the research, we would very much stress on adding at least one more characteristic to the illiberal narrative, which is anti-pluralism. We thought anti-pluralism is extremely important because there exist many, many, many definitions of liberalism, of course. But one of those definitions is that liberalism is openness towards pluralism. And if you build these characteristics into the definition of illiberal narrative, you start to understand that certain illiberalisms were present from the very beginning on both sides of our competing camps of the Polish media arena. So I wouldn't like to, I'm very often asked when I present those data whether I think there is a symmetry. I don't know whether there is a symmetry, but I am a liberal, and I'm surely much more concerned about my own camp. So if we add the anti-pluralism to the definition of the illiberal narrative, then we can see that something wrong has happened to the liberalism itself. Let me just quote for the very, very end of this talk, an Oxford professor, Jan Zielonka, whose basic thesis is that because liberalism has become an ideology of power for many decades, many opportunists and many people that were not in fact liberal from the very beginning joined the train. And they have somehow led to the deterioration of the liberal camp itself. Which was then, let's add to Zielonka, which was then followed in some countries, like for example in Poland, by other political forces who claimed they are the true liberal democrats, or they are the true democrats. If you listen very cautiously to Viktor Orban, he will actually call himself liberal in John Stuart Mill's sense. So the populists came, claiming that they were the real democrats, the real liberals, but they turned out with time to be demagogues. And this is how we end up now. And probably this is the final call to think about how the liberal camp could rebuild itself. Thank you. Thank you all very much. I think the presentations fit so well that it's difficult to actually ask some questions because I think you corresponded with each other perfectly. I would like to give the audience the chance to ask questions. Otherwise, I have some prepared myself. And I would like to point out to the importance of metaphors that we haven't really dealt with in so much detail. I'm very grateful for pointing that out. And I recently told this little anecdote to my colleagues because Frank
did a study on riots in France and mentioned how Sarkozy, President Sarkozy, talked about using Kärcher to get rid of those protesters. And then Kärcher is a German company, and the apparently the CEO of Kärcher said, please, President Sarkozy, don't use our brand name to talk about this this horrible act that you're committing. So sort of deconstructing the metaphor in a very material way, and I think even threatening to sue. So maybe that's a way of getting rid of these metaphors. So any questions from the audience yet, or do you need some inspiration from first question? I think we have a question already. One question here, and then Frank and Gerardo. So I think this is the first question over here. And you can ask all the panelists, because I think they would also perhaps like to get into conversation. Yeah, I think my question is for everyone. It's pretty general. So we talked about how to call people, how to talk about different groups, certain groups, what we call Selbst- und Fremdbestimmung in German. I have no words for that in English. It will be translated. Thank you. It is difficult to call all those who fear racists, but it's also really difficult and really, really dangerous to call those racists by some kind of euphemisms like critics or maybe those who really thought about what they're saying. So it's, for me, it's really just a question of definitions, maybe to kind of split the groups and call those people what they really are, so to just take the weapons away from racists who just cover themselves behind some criticism of, yeah, to kind of hide behind something that they're not. Maybe he would say something to that. Thank you. Would anyone like to respond? Carolina, would you like to respond? I just wanted to add to what I have previously said, that being concerned about the condition of the liberals' camp, I believe the worst possible answer would be to say that there is some comfortable them, because them saying that there are some people who are actually the racist, the stupid, the is actually very comfortable, and at the same time it doesn't lead to a change. I recently saw a discussion, you might have seen the same because it has been viral. It was a discussion on BBC Good Morning, some morning program, with a Polish European deputy, Janusz Korwin-Mikke, who explicitly said that women are less intelligent than men. And I don't necessarily favor the hypothesis of Mr. Korwin-Mikke, as you can assume, but I definitely didn't like the way the journalists were talking to him, because they were calling him stupid pig and they were making shush to him. I believe it was extremely unpolite, and this is exactly what we shouldn't do. There are many, many questions that you can ask to such person. You can, for example, ask, what data are you referring to? Which opinion polls? What research? Instead of making this huge moral claims that are easily reverted towards ourselves. Yeah, absolutely. Maybe we should talk about things like this more with regard to what it is. It's a language game. I mean, mm-hmm. You are not a racist or not a racist. I mean, it's hard to define what you are. But you have a position, or you take a position within a language game. And if liberals whom you don't belong to, if they are the first to tell you that you are racist, that you are politically incorrect, then your part in the language game is maybe to just get a little bit over the limit of what they can tolerate, and just
just make a joke or something like this. I mean, and this would then be another language game which signals to other people that you're free of this constraint, of this the kind of constraint. And I mean, this is the way the candidacy of Donald Trump worked. I mean, he just felt free to call women like this and to make to make remarks on African Americans and on Hispano judges and so, and this so in a way it was liberating for apparently it was liberating for many people that somebody just didn't care about the rules of a language game which was not their own language game. Mm-hmm. So it's not, I think the basic question is not, is this your conviction or is it really what you think? It's the position you take in the relativity of positions in a language game. And I mean, this is the way populists create scandals, and they always try to figure out where's the point I can go, I get attention, I can get a lot of attention, and then I step back a little bit and I say, no, I didn't mean this, I meant it in another way, and so forth. I mean, it's a strategy, and apparently it works because media work like this. Yeah, I think I would agree with both of you. I think that if there is something that one should avoid in the faces of racist claims or these kind of statements is to avoid being patronizing, because that's exactly basically what will serve the purpose of people who say such things, because they say, well, we are persecuted, we are humiliated. And also because I think that liberalism has lost its moral grandeur. That's the problem. And then when you start being patronizing, you're being ridiculed. I have one example in mind, and we talked about it yesterday evening. It was this discussion between Samantha Power at the United Nations and the Russian ambassador at the United Nations. It was about Russia's war crimes. Russia commits war crimes, of course, we all know that. In terms of, you know, there are laws of war. I mean, you discriminate between civilian and combatants. You think about proportionality. I mean, it's obvious. But then why should she make this huge moral emphasis, the speech about don't you feel no shame? She repeated it I don't know how many times. Mm-hmm. And then it was a blessing for the ambassador. He said, how can you lecture us? How can you be Mother Teresa with the kind of track record that you have? And you, a liberal, such as Samantha Power, becomes laughable. You know, whole imagine in Asia when people, you know, imagine Chandra watching this spectacle at the UN. Yes, you laugh at it. So in a sober way, stick to the facts and show that they're incompetent, but not without this patronizing ethical language. Mm-hmm. Ja, also meine Frage bezieht sich vor allem auf die Flüchtlingskrise, was Albrecht Schork und auch Sie, Carolina Vigura, angesprochen haben. Ich würde Ihnen ja recht geben, dass Sie, dass das Narrativ erstmal, wir schaffen das, dass das unvollständig war, dass man sich da natürlich sehr gut so von populistischer Seite dann so draufsetzen konnte. Aber erstmal hatte das ja auch was für viele, glaube ich, was Erfrischendes und was Befreiendes. Also Angela Merkel hatte ja da auch sehr stark so mit so einer Menschlichkeit argumentiert und hat sich dann leider relativ schnell in so eine technische Debatte um die Obergrenze verfangen, in die sie dann so reingedrückt wurde. Und es wäre so die Frage, wäre es denn besser gewesen, also gerade auch, wenn das liberale Narrativ so entkernt ist oder auch so substanzlos, dass man gerade jetzt diese Dimension der Menschlichkeit da vielleicht wirklich dann stärker geführt hätte und ob jetzt so jemand wie Merkel sich da hätte dann nicht beirren lassen sollen und einfach gar nicht auf so eine technische Diskussion dann eingehen sollen. Weil es ist ja auch nicht zu verleugnen, dass zum Beispiel jetzt gerade sehr viele Bürger wahrscheinlich gerade über dieses Menschlichkeitsnarrativ ihren Einsatz da so gezeigt haben, auch in privater Teilhabe. Mhm. Und die zweite Frage geht um die Metaphern. Also ich finde das auch sehr interessant, auch dass das in Polen letztlich dann auch genauso ist wie in Deutschland oder in anderen Staaten. In Deutschland sieht man genau die gleichen Metaphern. Minister haben sogar von der Lawine gesprochen.
was natürlich dann immer erstmal ganz verheerende Auswirkungen hat, was man dann suggeriert an Schutzmaßnahmen. Mhm. Da wäre jetzt die Frage, ob man letztlich so eine größere Sensibilität für Sprache braucht. In Deutschland gab es zum Beispiel dann so eine Debatte, die im Kleinen geführt wurde, also eher im Feuilleton, ob man zum Beispiel den Begriff Flüchtling vermeiden sollte und ob man eher so von Schutzsuchenden sprechen sollte und ob es letztlich dann, ob das irgendwie helfen könnte, so eine größere Sensibilität dann für die Sprache oder auch, dass man jetzt gerade im Journalismus sich stärker dann auch über diese Macht der Metaphern irgendwie vergegenwärtigt und vielleicht auch mal solche sprachlichen Reflexionen führt dann letztlich in solchen Diskussionen. Ja, ich will überhaupt nicht in Frage stellen, dass es ein großer und euphorischer Moment war, als Hunderte, Tausende von Flüchtlingen in Deutschland ankamen, im Münchner Hauptbahnhof empfangen wurden, als dann erstens die Verwaltung doch vergleichsweise gut gearbeitet haben, aber andererseits es auch nicht geschafft hätten, wenn es nicht diesen irren Einsatz von privaten Helfern gegeben hätte. Das ist irgendwie eine große Szene. Ich würde sagen, das und die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 waren die Momente, wo sich Deutschland irgendwie in einer neuen Identität gefunden hat. Und das ist, glaube ich, eine identifikatorische Szene für viele. Und auch was jetzt passiert, das sickert jetzt sozusagen in die Gemeinden, in die Regionen und da gibt es Reibereien hier und dort, aber es gibt immer noch ein großes Commitment von Seiten der Kommunen, der beteiligten Bürger, der Nachbarn. Das ist so, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Ich will trotzdem sagen, dass man auch gerade um das Argument stark zu machen, dass wir nicht patronisieren sollten, man sollte auch an die sozusagen eine versteckte Arbeitsteilung zwischen liberalen und illiberalen Reflexen in dem Zusammenhang denken. Diejenigen, die am meisten betroffen sind von dem Zustrom von Migranten, sind nicht diejenigen, die sozusagen die Wortführer des linken Liberalismus sind. Die sozusagen haben die nicht in ihrer Nachbarschaft. Die haben auch keine mögliche Konkurrenz um Arbeitskräfte oder um Sozialleistung oder um Schlange stehen bei den Behörden. Das sind nicht die. Und natürlich kann man auch sagen, und das war irgendwann das politische Dilemma, in das Angela Merkel kam, es ist eine Frage der Grenze, es ist auch eine Frage der Menge. Also 1 Million in einem Jahr geht, aber 1 Million im nächsten Jahr und noch ein Jahr würde wahrscheinlich nicht gehen, würde wahrscheinlich das Gemeinwesen irgendwann sprengen. Also da gibt es auch eine Abwägung, die man auch treffen muss. Oder man lässt diese Sache unausgesprochen, weil man sich mit den Konsequenzen, die das hätte, ungern beschäftigt, aber dann ist diese Unausgesprochenheit sozusagen der Nährboden für diejenigen, die sagen, ich bringe es zum Punkt. Du sagst es nicht, du traust dich nicht, ich sage, was da los ist. Build a wall oder was auch immer dann die Reflexe sind. Und da gibt es durchaus eine sehr unliebsame, wie sollen Sie sagen, Symbiose zwischen Viktor Orban und Angela Merkel. Der macht es den Laden zu und wir sind entlastet und können und die AfD und Pegida fangen wieder an, Stimmen zu verlieren. Das ist einfach ein Mechanismus. Und diesen Mechanismus muss man mindestens im Auge haben, sonst rennt man in eine falsche Selbstgerechtigkeit auch hinein und dann bestärkt man im Prinzip diese soziale Spaltung und politische Spaltung, die wir jetzt im Moment beobachten. I'm trying to make notes to organize my answer. Thank you for your question. Whether there is a parallel discussion on sensitivity in the public debate, I believe there are signals of it. Although one must remember that Poland and Germany culturally have quite different types of public debate. Germany is a country of consensual public debate, whereas Poland is a land of sharpness. The stronger something is said, the better in the public debate. So you would probably be astonished how radical some statements in Poland are, although usually they are not accompanied by practice. Usually only the rhetoric is so
strong. And so there is of course this discussion, the fact that that the Ombudsman has asked us for the report was one of the signs. But I would like perhaps to go back to the first question whilst answering yours and reflect a little bit more on the possible liberal answers. I would suggest that when we hear such sentences that you and perhaps other people found shocking, we shouldn't forget that the people who buy those newspapers, who are the readers, don't necessarily treat it literally, but they treat it seriously. It's a very important division. They do not care about in what language this is said, but we must remember that it is that such statements say something very important about the passions and emotions of a given nation. And before we call them racists, we have to understand why they feel such these things. For example, a hypothesis about Poland, a handy hypothesis, but perhaps also a true one, would be this. We were for centuries, traditionally, an emigrant nation. We were emigrating to the West for decades and decades and decades to find more freedom, to find more wealth, to finally work, etc., etc. But now Poland is wealthy, and gradually we will be becoming a land of immigration. People will want to come to Poland now, but it's a shock for the society, because you can imagine, within 30 years, everything has changed. So I would look for such answers, and then I would also suggest alternative narratives. Instead, for example, for praising Europe in a completely uncritical way, which seems naive today with the populists in many, many countries, one should, for example, remember that, okay, now we have a fashion of being more national, of reminding about this traditional national values. This can have an ugly face, of course, but in Poland we have a nice tradition we could refer to. I don't know how many of you are aware of the First Republic of Poland, which we had in the 15th and 16th century, a very interesting case of parliamentary democracy, somehow similar to the British one. We had a unique religious freedom and colorful, diverse society at that time. So we could also play on this kind of proud, because there is much to be proud of in this respect. And this could be, we could exchange for the national ugly sentiments that are perhaps easier to be touched by the populists. Thank you. It's Gerardo now, and then I would also afterwards take Johannes Ebert, because then we can collect a little more easily. I have five people on the list, and the list is closed. I mean, my point here is that the way we frame the whole, the whole event, is like if we had only two camps, you know, on the one hand the populist, and on the other hand the liberals. And of course, we have been operating during the last 70 years with a right, or even more, no, with a right-left kind of divide. And I wonder, I mean, probably because the way we framed it, but I wonder what happened to that divide. I mean, where is the left-right divide? Because I don't think, I mean, if you ask me, I wouldn't think myself either as a populist or either as a liberal, in the sense of an economic liberal, as we have think. And then during the 2 days, I haven't heard even one reference to unemployment, to exclusion, to the way that globalization has polarized, has created inequality. I haven't heard the name of Piketty. I haven't heard the name, almost Tsipras was mentioned once, but it was immediately thought as leftist populist. So my question is that, I mean, how can we bring into the discussion
the issue, where is Bernie Sanders? Where are all these people? I mean, we haven't heard of them at all during 2 days. Thank you, Gerardo. And we need the microphone in the first row, please. Ja, meine Frage schließt ein bisschen an. Herr Koschorke, Sie hatten in Ihrem Vortrag gesagt, die Populisten besetzen freigelassene Räume. Ja, also, und Sie haben sich auf Didier Eribon bezogen, der sich das genau beschreibt und der die These hat, dass dadurch, dass die Linke in Frankreich neoliberal geworden ist, haben sich die Arbeiter oder die klassisch von der Linken Vertretenen nicht mehr vertreten gefühlt und wählen jetzt Front National. Also so ist ja ungefähr die These von Eribon. Sie beide haben gesagt, dass die, Populisten, Liberale und opportunistische Populisten. Sie sagten also Populisten, the bad, Liberale, the good und die Opportunisten, even worse. The even worse. Also mein Eindruck ist manchmal, wenn ich unsere Parteienlandschaft betrachte, dass die opportunistischen Populisten genau versuchen, diese Freiräume zu besetzen, die geräumt worden sind. Und dann frage ich mich, und das ist die Frage, erstens, sind nicht die opportunistischen Populisten das kleinere Übel? Ja, also... Und die zweite Frage ist, was könnte man sonst tun, und da komme ich ein bisschen auf diese Frage zurück, um diese Freiräume, die vielleicht die Linke wirklich gelassen hat, wieder zu besetzen. I would like to, I don't know if answer to your question or comment on. It's about this left-right debate. It's when you take, for example, the French actual issues in the election. Yeah, it's very striking that the person who's now favored in the polls. I don't know because polls get it. I mean, I've got it in pretty wrong over the last in the last years. But the person who's now the I mean, a very serious candidate defined himself as neither from the right, neither from the left. And people want something new. They're bored with this division, and there's a demand for that, for good reasons or for bad reasons. But what I think there is a radical change, and again, you can make comparisons. Again, I mean, there are differences between those countries, but there is a new framework that emerged, and which is you have political leaders and political communities that are both nationalistic and neoliberals. And usually we tend to think that there is a contradiction between the two. If you're a liberal, yeah, you're not nationalistic, and you are also, in great many cases, also a neoliberal from an economic perspective. And now we have both. And actually, I think if there is one country that we've copied is China. China is nationalistic and neoliberal from an economic perspective. A very strong state that uses the market economy at the global level. And Donald Trump can say he's a protectionist, but he will use the market, of course. He will use the market. I mean, all the people that he appointed come from Wall Street. And in France, I mean, for example, the mainline not Republican, but the candidate from the right called Les Républicains is clearly very much in favor of building rebuilding national culture, national values, and so on, because he's an opportunist. He knows that there's a social demand for that. And of course, he's a neoliberal at the same time. And that changes completely the right-left divide. It's a different system, and it's something that is international. You can even say that Putin also is a nationalist and also uses somehow the market. This is an issue at the domestic level, but this is an issue at the international level, because when you have those countries that will interact on
a political nationalistic basis and a neoliberal economic basis, these are two competitive stands, highly competitive stands. And this, of course, can create great tensions also from the perspective of international politics. Ja, vielleicht kann ich anschließen an der Stelle. Es ist ja in der Tat so, dass die Kategorien links und rechts schwierig geworden sind, wenn wir sehen, dass es sozialdemokratische, sozialistische Regierungen waren, die für den Abbau von Sozialstaatsmaßnahmen eingeleitet haben. Und das muss man jetzt ja auch vor dem Licht sehen, dass keynesianische Mechanismen in den 1970er Jahren auch nicht mehr funktioniert haben. Also es war jetzt nicht einfach nur, dass Unternehmensinteressen sich da durchgesetzt haben, sondern es hat eine bestimmte Politik nicht funktioniert. Und dass jetzt aber tatsächlich die rechten und rechtsradikalen Bewegungen fast keynesianisch daherkommen. Beziehungsweise da gibt es jetzt einen Crash, den wir jetzt auch bei der Gesundheitsreform in den USA gesehen haben. So, also diese Verwirrung, die noch mit ganz vielen anderen Verwirrungen zu tun hat, zum Beispiel mit der Usurpation linker Redestrategien durch rechte Propagandisten, die ja auch sehr verwirrend ist, besonders für Akademiker, wenn jetzt plötzlich die Dekonstruktion und das Othering und all diese ganzen Sachen kommen jetzt plötzlich von der ganz anderen Seite und man rückt plötzlich an eine Seite, wo man anfängt, über Liberalität nachzudenken, was ja ein Hasswort war noch in den 70er Jahren. Also man geht ja alles durcheinander. Insofern muss man das neu sortieren. Ich glaube, im Zentrum stehen zwei Fragen. Die eine Frage, kann man, weil Sie den ökonomischen Aspekt vermissen, kann man die Sache wieder in die Welt der ökonomischen Maßnahmen zurückführen? Und das ist die Frage, letztlich verbunden mit der Frage, welche Rolle spielt die Sozialdemokratie? Hat die Sozialdemokratie wieder eine neue Mission? Das ungeheure Erwartungspotenzial an so etwas wie eine starke Sozialdemokratie wird in Deutschland gerade sehr sichtbar. Und die Hoffnung, dass vielleicht es eine sozialdemokratische Antwort auf diese Probleme gibt. Und diese Frage verbindet sich mit der Frage, können wir sozusagen etwas, was jetzt sehr stark rhetorisch und politisch-kulturell gerahmt wird, in dieser Auseinandersetzung mit dem Populismus, können wir das zurückführen in eine Wirtschaftspolitik letztlich? Was mir persönlich sehr sympathisch wäre, ich muss das sagen, mir ist das ganz unheimlich, wie viel wir über Narrative reden und wie wenig wir über politisch-ökonomische Maßnahmen reden. Die Frage ist, ob das gelingt. Das ist eine Frage. Das ist ja nicht einfach nur eine Forderung. Das muss man ja auch fragen. Gibt es sowas wie eine sozialdemokratische Antwort auf das Herausfallen von großen Teilen der Bevölkerung aus dem Arbeitsmarkt, auf die Prekarisierung der Arbeit, auf die Prekarisierung der Bildung? Gibt es die? Gibt es die in unseren Gesellschaften? Und noch einmal zurück, gibt es die unter den Bedingungen, dass wir nicht mehr das sozusagen soziale Probleme externalisieren können. Noch ein letzter Punkt zu dem, was Frau Wigura gesagt hat. Das, was für Polen gilt, gilt ja für ganz Europa. Europa hat jahrhundertelang seinen Bevölkerungsüberschuss, und zwar genau den wir jetzt sozusagen reinbekommen, besonders die jungen Männer, also junge Männer nach woanders hin verschifft. Und die haben dann in Amerika ein neues Leben bekommen und nebenbei auch einen Genozid begangen oder an dem sich beteiligt. Und jetzt dreht sich das um, jetzt kommen genau diese jungen Männer aus der anderen Richtung und wir müssen sie aufnehmen. Das ist eine ganz parallele Situation. Vielen Dank. Right, so I have a question. You know, so in Professor Vigoras, you list the anti-pluralism as this sort of illiberal trend. There is some truth to that. But on the other hand, I think should liberals take responsibility for being anti-identity, anti-kind of state identity? I think one complaint from
the so-called illiberals, that, you know, in the U.S., you talk about all the sort of sub-identities, you know, racial, gender, all these identities, without a state identity, you know. So I think that leads to a trouble. I mean, has something with the refugee crisis as well. You know, so, you know, if you keep taking millions and millions of refugees in, how can you preserve your own state? I think that's legitimate concern if we don't address those concerns. But describing them as racist, anti-plural, you know, simpletons, I think the liberals will, you know, keep getting these kind of problems. Thank you. I know. I hope. Praktisch Moslem und Migranten ist praktisch wie ein Synonym. Während in Polen, Frankreich, Deutschland, jetzt praktisch ganz Europa scheint es, in einem religionslosen Raum lebt. Als wenn Religion oder Institution, Kirchen, in Polen denke ich mal, katholische Kirche ist vielleicht noch recht stark, in Frankreich vielleicht auch etwas mehr, in Deutschland sind es zwei christliche Kirchen, fast 50-50. Durch die DDR kam dann ein Teil da rein, noch der, wo Religion verboten war, offiziell. Also meine Frage speziell an jetzt in Bezug auf Polen und Frankreich. Die katholische Kirche, denke ich mal, in Polen hat als Institution große Macht noch. Erzählt die katholische Kirche liberale Geschichten oder illiberale Geschichten? Ebenso in Frankreich, die Frage in Frankreich. Da, glaube ich, hat die katholische Kirche mehr oder weniger als Institution oder einfach als privaten Glauben mehr liberale oder mehr illiberale Geschichten. Und in Deutschland ist es dann 50-50, Frau Merkel murmelt mal was von christlichen Werten oder so, aber ja, besonders Polen und Frankreich interessiert mich sehr, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Vielen Dank. So, as perhaps I will answer now first your question. I understand your question as a question about passions. So identity is basically connected with the heart. And I understand the European crisis, the current European crisis, as a crisis of liberal heart. It is very difficult to implement passions into something that is so skeptical and lukewarm as liberalism. But I believe for several decades in Europe, whilst the European Union today 60, am I right, has been built, was the passion of fear. We have been escaping from the past, the Germans from their past, but also the Poles, as we were aspiring to come as a member state, we were escaping from the past of communism. Now, fear is a very strong passion, but as it evaporates with time, because it has to evaporate, it creates a huge empty space, which is difficult to be filled in with anything else. So this is, I believe, there is this easiness with exchanging one fear, the fear of the past, with another fear, the fear of the stranger. Somehow these two fears communicate with each other. At the same time, though, I believe it is time to think about another transplantation and to look for some other passions that could today be perhaps more positive. I don't have any precise answers, though. It is a great question, I believe. Now, as for the Catholic Church, it's divided. Oh. Some hierarchs has expressed explicitly that the Christian's obligation is to welcome anybody. In Poland, during the Christmas Eve, which is the most important day for a Polish Catholic, we have a tradition of putting one more plate than it's needed. It's for anyone that
could come on the evening to have a dinner, and we have an obligation. If anyone comes, we have an obligation to invite this person and eat the dinner together. So some hierarchs were explaining the situation exactly in those terms. Mm. Whereas other hierarchs has been extremely closed to Christian arguments, so to say, and they started to produce interpretations as if we were more responsible first for our family and then for our social group and then for our city and then for our country and the refugees. This is not Christian, but the Catholic Church in Poland struggles with itself. First I would like to answer your question about pluralism and the need to preserve your own state or state identity, if I understood you correctly. The strength of some Republican and eventually liberal states, but even Republican states, has been to integrate diversity. And when you think about the history of France, I mean, France nurtured itself from the immigration of Polish, of Italians, Spanish, Portuguese, etc. France has a strong national identity, but at the same time, there have been waves of migrants that, you know, participated to the building of the nation state. And what you mentioned echoes with a very big debate right now, and it was actually mentioned in a public television debate with the main candidate from the right, Fillon, whose one proposal is to establish a new commission of historians that would provide guidelines in the writing of history books that are taught at high school. And because his concern is that exactly there isn't enough emphasis on the national identity and the French civilization, and there is too much attention being paid to global issues or pluralist identities and so on. So, and every liberal democratic society is confronted to these issues. I mean, in Germany, you have been also, you have had debates about your own past, and in every open society, there is a debate about history. But this trend toward renationalizing political national history is out there, and I think it is a major problem. Because it sometimes gives fake pictures that are, history is important, when you study the history of the state, you see that history, national history and the state go hand in hand together. But renationalizing it, I think that from an epistemic perspective, it's poor, and from a political perspective, it's dangerous. Whereas for the church, what I would say is that because of what is seen abroad in the Middle East, some Catholic seems to me, I'm not a Catholic, but it seems to me that are pretty frightened because of what is known of the killing of Catholics by ISIS or other Islamic movements. And also what was a great shock in France was the killing of a priest in a church. So National Front voters often are traditionalist Catholics, and so this reinforced their claim that Islam is a threat and there's a war between civilizations, and that now Catholics are in danger abroad in France and also abroad. And so I think that for let's say a progressive Catholic leader, it's more difficult to be out there in the public space and to make his speech or her speech audible. Stefan,
Stefan Meyer gets the last question. Danke sehr. Ich wollte eigentlich zurück zu der Debatte, die Sie am Anfang auf dem Panel geführt haben, nämlich über die richtige Auseinandersetzung mit illiberalen Populisten, weil wir haben die auch im Veranstalterkreis geführt, ob wir statt Liberale einzuladen, über Illiberalismus zu sprechen, Wortführer von illiberalen Positionen einladen sollen, sie selbst darzustellen. Und da würde mich Ihre Meinung dazu interessieren und mich würde auch interessieren, wie Sie haben ja dazu eingeladen, dann illiberale Populisten ernst zu nehmen und darauf einzugehen, auf deren Argumentation, wie das gelingen kann, wenn ein Großteil dieser Argumentation auf alternativen Fakten aufgebaut ist. Sie müssten ja jede dieses Fakten widerlegen, um die Argumentation widerlegen zu können und das ist aus meiner Sicht in einer Auseinandersetzung extrem schwierig. Und eine Frage, die im Wahlkampf gerade ganz stark gestellt wird. Ne? Whoever feels they have a good answer, please provide it. So from my experience, and I represent, Cultura Liberalna is a weekly which understands its mission as pluralism. So we have been talking to all sides of the debate from the very beginning of our existence in 2009. And our experience is that not only us, the liberals, have the opportunists. It means that it is not a monolith. It is the other camp, let's call it so, also is consisted of many various persons and groups. And the more we know about them and the more discussions we have with the representatives that are eager to share their views in a discussion way, the better for the future. Because I'm not really sure whether what I will say now is very European or very Polish, because of course many things that we are sharing here is actually European and not only on national level. But in Poland, the polarization has become party-like. It is as if nothing existed apart from the opposition and the peace. And it's of course an illusion, because the most important thing what we have for the future is Poland and Europe. So whoever is eager to talk about Poland and Europe is welcome. It's definitely a very important question, and my answer would be yes, absolutely. I mean, those people should be part of a discussion for many reasons. The first reason is that otherwise there's a contradiction in terms with liberalism. Mm-hmm. I mean, liberalism is exactly the plurality of views. The second reason is that, again, they would feel persecuted, etc., that they would use it. Another reason, and this is, I think, very important, is that if people don't do that is to bring those guys in, you will create the same kind of blindfolding effect that we have had in different democratic societies, where people were surprised when those guys won over. Of course, the example that I have in mind is the United States. I mean, you know, Trump winning the election was something that was dismissed because, of course, you listen only to the liberals, and there is this belief that is auto-validating, and this is very dangerous. It's you don't face reality, and. And also, I mean, there are obviously some guys that you would not necessarily want to have lunch with, but also in some cases there can be some clever people. Again, let's face the fact. Sometimes, again, there might be a minority, but those people can challenge you, and you have to face that challenge. It's very important to do so. Otherwise, you're ignorant of your own society. And also, when they say stupid things, which happens a lot, they're unmasked. Ich würde sehr widersprechen.
Erstens würde ich glauben, das hätte den Charakter dieser Veranstaltung geändert, wahrscheinlich ruiniert. Man hätte irgendwie so eine Kampfstimmung gehabt und der Wunsch, dass man doch sich auch verständigt analytisch, im weitesten Sinn wissenschaftlich, der wäre nicht in Erfüllung gegangen. Ich denke, wichtig war zum Beispiel, eine Stimme zu hören, dass der Liberalismus vielleicht auch etwas mit Lügen und westlichen Selbstbetrug zu tun hat. Aber ich glaube, jetzt hier sozusagen ein Showdown zwischen Björn Höcke und uns zu veranstalten, ich glaube, das hätte niemand genützt. Das ist der eine Punkt, ganz pragmatisch. Der andere Punkt ist, dass das natürlich eine ganz grundsätzliche Frage anstößt, die Frage, wie pluralistisch können demokratische Medien sein, ohne sich selbst zu ruinieren. Und ich würde gerade das Beispiel der USA nennen als ein Gegenbeispiel. Das Problem, das ja auch immer wieder adressiert wird, ist, dass es dann so eine Idee von Pluralismus gibt, dass man beide Stimmen hören muss. Was macht man aber, wenn es nicht um zwei verschiedene Positionen geht, sondern um eine richtige und eine falsche. Das ist natürlich jetzt eine erstmal ganz autoritäre Position. Aber was macht man, wenn einer Lügen erzählt und der andere ist damit beschäftigt, diese Lügen zu korrigieren? Soll man dann sagen, also wir haben hier Fakten und da haben wir Alternative Facts? Also spielen die Medien dann nicht ein bestimmtes Spiel mit, eines falschen Pluralismus? Und da haben wir wieder das Problem, dass Demokratien eigentlich keine Handhabe für die Unterscheidung zwischen richtig und falsch haben. Die Unterscheidung kann nicht mehrheitlich getroffen werden, sie kann in gewisser Weise auch nicht pluralistisch getroffen werden, weshalb Wissenschaft jetzt auch kein in diesem Sinn pluralistisches Unternehmen ist. Ich glaube, die große Diskussion in den USA ist ja, dass sich die Medien im Prinzip zum Handlanger auch einer bestimmten Form von Aufmerksamkeitspolitik gemacht haben, indem sie immer wieder so reflexhaft darauf reagiert haben. Und das Problem ist dann, dass die Falsifikation den Aufmerksamkeitseffekt noch verdoppelt und verstärkt. Zumal es psychologische Untersuchungen gibt, dass wer eine Geschichte erzählt, Punkt 1, und dann wird erzählt, die Geschichte ist falsch, und man fragt die Leute eine Woche später, dann erzählen sie die Geschichte, weil die Falsifikation psychologisch weniger durchdringt, aus irgendwelchen Gründen, so sind wir halt gebaut. Sodass ich glauben würde, das ist ein pragmatisches Grenzproblem, dem begegnen ja Massenmedien überall. Und natürlich gibt es immer diesen Gesichtspunkt, wir können jetzt nicht in einer Partei, also was weiß ich, Wahl, wir müssen ja alle dahin hinstellen. Und gleichzeitig gibt es aber diesen, ja auch vielleicht die Grenze der Idee des Gesprächs. Irgendwo gibt es vielleicht das Gespräch, ist das sinnlos? Also vielleicht irgendwann, man muss die Leute ernst nehmen, aber nicht wörtlich. Man muss vielleicht die Wähler ansprechen, aber ich glaube, es gibt, also man kann auch nicht hermeneutisch auf einen Faschisten zugehen und sagen, lass uns doch mal irgendwie miteinander reden. Jetzt kommt der Applaus, aber Carolina will gerade noch kurz widersprechen und dann machen wir die Pause. You suggested from the very beginning that we should actually discuss within the panel and finally. No, I just wanted to say two things. First thing, agreeing with all what you've said, I must say that when I look back into the last years of Poland politics, I believe if there were people well prepared that would face the national movement, for example, when its representatives were invited to the public television, then perhaps we wouldn't have this backlash now. Because all the people that were prepared to answer their claims and their vision of history, which is actually fake, all the people said, no, I will not talk to this person. And thus, they were met by journalists that were naive as children. So and now, what for? What for? I am an assistant professor on the university. Why should I? I didn't, by the way. I regret that. But why should I go there and discuss with Mr. Such and Such, like Mr. Höcke? For the voters.
for the voters, not for me. I don't have to feel satisfied with this discussion. But perhaps if we did give a stronger answer from the very beginning, the situation wouldn't be like this now. Clearly, I think we don't agree. I mean, how can you say that in an academic debate you need to restrict the debate to the boundaries of your own political views in political philosophy? I mean, there are many people who are against liberalism in political philosophy who luckily participate to the debate. I mean, Chandra would not have been invited. He stood very strongly against liberalism. And it's part of the debate. If you exclude those people, you become totally blind and you're just not taking seriously. Luckily, academia is not like that. But I think that, yes, when you say that there's an American tourism in regular media, I mean, no, I mean, they only listen to what Clinton had to say, and there were, you know, channels of communication that were not the regular media that Trump used, and look what was the effect. I mean, I think that politically and epistemically, it's just very dangerous to go along this line. Culture is pluralistic. Of course, I mean, it's not that you have to invite someone who would say that, ISIS is great, or that you have to slaughter people and so on. But they're not all like this. You have to unmask them, to unveil them. Dabei erstmal. Ja, ich würde auch sagen, also ich meine, es ist jetzt ja auch nicht so, als hätte irgendjemand von uns erwartet, dass diese Diskussion einfach und konsensual ist. Und ich glaube, damit wir es auch nicht zu einfach lassen, dann verlassen wir ja gleich in 10 Minuten die Komfortzone Europa. Und statt über die USA zu sprechen, können wir vielleicht auch mit der Vertreterin aus den USA sprechen. Ich würde jetzt allen empfehlen, 10 Minuten gut zu nutzen, um mal den Kopf aus dem Fenster zu halten, rauchen zu gehen oder was immer man macht. Wir fangen wirklich pünktlich um 15.32 Uhr mit der nächsten Runde an. Und ich glaube, wir brauchen auch die Stunde noch, damit die beiden weiteren Referentinnen zu Wort kommen können. Also